Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ihr habt es gerade gesehen. Die Frage von meinem Kollegen. Shoutout an Felix mit seinem 98er Mewtwo. Und zwar, Maps sind momentan down. Ich habe gestern Abend noch ein Neuigkeiten-Video hochgeladen. Mit allen Sachen, die so gestern über den Tag verteilt so passiert sind. Und ich habe voll vergessen, das mit der Map zu erwähnen. Deswegen jetzt noch schnell ein Video dazu. Ich denke mal ein kurzes, weil ich habe eigentlich nicht allzu viel dazu zu sagen. Maps sind momentan down. Es kam ja Donnerstag, glaube ich. Donnerstag oder Freitag? Ja, Donnerstag. Neues Update raus. Und da wurden auch diese ganzen Shiny-Sachen entdeckt und so, die halt jetzt bereits im Spiel sind. Und mit dem Update kam dann auch endlich der Tod für mein iPhone 5. Deswegen schauen wir mal, wie wir das mit den Streams machen. Ich habe ein iPad, also eigentlich müsste es mit dem iPad funktionieren. Aber das muss ich dann noch heute und morgen testen. Auf jeden Fall mit dem neuen Update, also mit jedem Update, wird irgendwas mit der API geändert, sodass die Maps da am Anfang irgendwie Probleme haben. Aber das ist dann schnell geregelt. Aber dieses Mal wurde was Größeres, was Wichtigeres geändert. Nennt sich Hashing. Ich habe keine Ahnung, was das ist, weil ich kenne mich nicht aus mit Maps. Was viele nicht checken. Und das erkläre ich euch jetzt nochmal. Ich bin nur ein Nutzer einer Map. Ich habe keine Ahnung, wie es hinter den Kulissen läuft. Ich habe keine Ahnung von Botten, ich habe keine Ahnung von den Accounts und sowas und vom Hacken und von dies, das. Ich bin nur einer, der die Map nutzt. Dementsprechend erinnert mich das gerade an was. Und zwar, ich habe endlich den Go-Map-Betreiber angeschrieben, zwecks Interview, weil das wollten ja einige sehen. Und ich persönlich fände das auch interessant. Also mal schauen, ob der mir antwortet und ob er bereit ist für ein Interview. Und dann könnt ihr ihn noch solche Sachen fragen, was Hashing ist und so und wie das gelöst wird. Auf jeden Fall war das letzte Mal, wo Hashing geändert wurde oder. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Hashing ist. Auf einmal verwende ich überhaupt voll den falschen Begriff. Aber ich glaube, es heißt schon Hashing. Das letzte Mal, wo das geändert wurde, war vor 6 Monaten oder so. Also das wird ab und zu immer geändert. Ist nichts brandneues. Also ist jetzt nichts irgendwas, was wir noch nie hatten, das Problem. Was heißt wir, also die Map-Betreiber. Und das Problem kann aber nur diese eine Firma lösen. Also da kenne ich mich jetzt schon ein bisschen aus. Und zwar kaufen alle Map-Betreiber die Bots, die Accounts von einem Hersteller. Bossland heißt er übrigens. Richtig geiler Name. Und Bossland hat letztes Mal das mit dem Hashing irgendwie gelöst, gehackt, das durchschaut oder so. Und das muss er jetzt erstmal wieder neu durchschauen, neu lösen, hacken, was auch immer. Und das dauert erstmal eine Weile. Das heißt, momentan sind die Maps down. Man hat es gestern, zumindest ich habe es gestern schon mal gemerkt, an den Raids. Da war auf jeden Fall viel weniger los. Ich bin ja momentan beinahe in jeder Raid-Gruppe in München. Ich versuche da echt in jede reinzukommen. Falls ihr aus München kommt und ich nicht in eurer Raid-Gruppe bin, dann schickt mir bitte eine Einladung. Und heute ist Wochenende, Samstag, Sonntag. Mal schauen, wie es mit den Raid-Touren aussieht. Es ist Doppel-Stopp-Event, also ich denke mal, das ist kein so großes Thema, weil die meisten farmen gehen wollen. Aber für morgen ist es schon ziemlich entscheidend. Weil das ist ja C-Day, Community Day. Und da hatten schon viele vor, 100er Shiny Bisasam-Jagd und sowas. Oder allgemein ein paar 100er Bisasam zu fangen, damit die dann noch entwickelt werden können während des Events. Für 100er Bisaflor mit der neuen Pflanzenattacke. Und das fällt erstmal ins Wasser. Ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Okay, ich habe ein paar 100er noch auf Reserve, also das ist schon ein bisschen hinterfotzig von mir, das zu sagen. Aber beim letzten. Mit dem Dratini war ich auch nicht auf 100er Jagd, da war ich einfach im Parsing farmen, chillen, mit den Leuten einfach die Zeit genießen. Deswegen fände ich das jetzt nicht so schlimm. Nicht doppelt, dreifach EP und dann noch Doppelstaub, also an sich trotzdem noch ein cooles Event. Es muss sich nicht immer um Scannen und 100er Jagd und sowas drehen. Deswegen, ich fände es echt persönlich nicht so schlimm. Ich sag immer, wenn die Map da ist, dann nutzt man sie halt, aber wenn sie nicht da ist, ist es auch nicht essentiell. Aber das war so meine Meinung. Es kann ja auch sein, dass heute das gelöst wird und morgen die Map wieder da ist, aber die Profis, die Experten meinen, das dauert ein bisschen länger, so um die 3 Wochen oder so. Das war's von mir, meine Meinung zu dem Thema und ein paar Infos, damit ihr Bescheid wisst, wieso die Maps momentan nicht funktionieren. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Werdet ihr die Map dieses Wochenende vermissen oder denkt ihr auch, ja, das geht schon so, auch ohne. Muss jetzt nicht immer sein, ist jetzt nicht essentiell für das Spiel. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab.
Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.